Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity. Du heilst uns erstmal ganz richtig. Ich wollte es gerade anmerken und Mandora ist nicht überlastet, sondern ihre Ausrüstung ist kaputt. Zum Glück haben wir ja einen Schmied dabei. Ja, gut, dass du das sagst. Weil wenn ich mich da lobe, wird das immer so ein bisschen... Ne? Man weiß ja, was man über Eigennutz sagt. Aber es ist natürlich kein Problem für einen guten Schmied, dieses Schwert zu reparieren. Hoffe ich. Ja, problemlos geht das. Also das ist die zweite Waffe, die kaputt geht im regulären Einsatz, ne? Ja. Also gegen Truhen ist ja der Verschleiß um einiges höher. Nicht seitdem wir die Prügelzeit haben. Ja, das ist auch wahr. Ich darf mal durchsuchen. Dachte schon. Und Heiltrank. Kommst du nicht mit? Hab ich doch. Da bin ich beruhigt. Und Linde erhielt mittlerer Halt. Ja, sehr gut. Jetzt kommt der da überhaupt reden. Nein. Guck mal, wo die ist. Alter, deswegen. Kommen wir bestimmt. Was? Was? Nee, ich frag mich nicht, wo diese Zündschnur hinführt. Ich bin nicht jemand, der sich in die Falle locken lässt. Goodbye! Oh, hier die Tür hat mir. Oh. Wiederbelebter Troll. Ah, die Trolle waren ja nicht so mächtig. Ist das hier die Mittlerin, Elisabeth? Sieht fast so aus. Ich glaube nicht, dass hier viele Frauen rumlaufen. Und ein Kleriker. Der aber nur halb sichtbar ist. So, dann sprechen wir mal mit ihm hier. Mit Mittix. Well, hello there! Meine Güte, ihr seid schneller über diese Goblins hergefallen, als ich über die berühmten Kirschkuchen meiner Mutter. Zum Glück spricht ihr ordentlich. Ja. So, sein Gold schnappen wir uns. Gib ihm einfach hier irgendwas. Ja, zum Beispiel. Ja, das hatte ich ja so vor. Ich kann allerdings nicht behaupten, dass ich die Zutaten, die ihr überall verstreut habt, besonders mag. Die sind nicht im geringsten appetitlich. Was macht ein Imp bei gefangenen Goblins? Er kauert in der Ecke und hofft, dass die menschlichen Sklavenhalter zuerst die Goblins zur Arbeit schicken, ehe sie sich so dermaßen langweilen, dass sie zum Spaß seine Ohren abschneiden. Goblins, das sind doch allesamt nur geifernde Volldeppen. Geschieht mir recht, wenn ich so ein Tollpatsch bin. Ich habe einer Dame dabei geholfen, die Blutteufel da draußen zu erschaffen, aber ich habe einen ihrer Blutsteine auf ein besonders spitzes Stück Tenebrium fallen lassen. Und zack, ein Stein kracht gegen meinen blöden Schädel. Und als ich dann aufwache, bin ich von einäugigen, schmatzenden Monstrositäten umgeben, die mich anstachen und böse anzwischen. Ich hatte mehr Gänsehaut als ein Schwarm Gänse im Winter. Ja. Ein schöner Vergleich. Berichtigt mich, wenn ich mich irre, aber ihr gebt zu, verantwortlich für all diese Blutteufel da draußen zu sein. Ich berichtige euch sehr gerne, denn ich bin nicht schuldig. Ich bin lediglich, wie soll ich sagen, mitschuldig, sofern man davon ausgehen darf, dass ein Sklave für die Taten seiner Herren zur Verantwortung gezogen werden kann. Das stimmt. Ich werde gegen meinen Willen hier festgehalten. Ich wurde von Hilversheim bis hierher geschleppt und der Dame in Rot zu dienen. Was kann ich dafür, wenn ich die Arbeit, die man mir aufzwingt, wirklich, wirklich mag, obwohl sie im krassen Kontrast zu meinen eigenen Wünschen steht? Das ist doch nur ein glücklicher Zufall. Ja, genau. Ja, wer ist die Dame in Rot? Die Vanillefarben trägt, was denkt denn ihr? Was denn? Ihr kennt sie wirklich nicht? Ich dachte, sie sei unter Menschen so bekannt wie Six-Six unter Imps. Den kennen wir ja. Ja. Sie nennen sie, wie war das? Die Senderin oder so ähnlich. Oder Kanal, nein. Die Mittlerin, das ist es. Ah, und Elisabeth ist ja nicht in Rot gekleidet gewesen. Reizendes Mädchen, wenn ihr auf Blutteufeln und dergleichen steht. Sie hat irgendein Schmiede-Altar-Ritual-Ding etwas tiefer in der Mine am Laufen.
Ich wünschte, ich wäre dort und würde hübsche kleine Blutteufel machen. Imps geht es in Zellen nicht wirklich so toll, wisst ihr? Sie drehen durch. Ja. Erzählt mir über Hieberheim. Ah, vergesst Hieberheim. Ihr wollt da nicht hin. Dort ist es so kalt, dass ihr ein Feuer braucht, nur um zu pinkeln. Zumindest, wenn ihr peinliche Unfälle verhindern wollt. Wir roten Imps arbeiten dort für den König des Königreichs, den mächtigen Burias. Er und die Damen Rot sind die besten Freunde. Sie sprechen den ganzen Tag über Sternsteine. Es gibt solche und solche, hm? Lange Rede, kurzer Sinn. Sie wollte einen Imp-Arbeiter. Deswegen wurde ihr Mittix, das bin ich, geschenkt. Das ist irgendwie enttäuschend, ich weiß. Sie haben mich nicht einmal in Geschenkpapier eingewickelt. Oh, wie dramatisch. Wenn ihr dabei geholfen habt, Blutteufel zu erschaffen, dann könnt ihr mir sicher etwas Nützliches über sie erzählen. Nützlich? Lasst mich nachdenken. Zum Ersten, nähert euch ihnen nicht, denn sie werden euch im Handumdrehen töten. Ja, haben wir ja schon festgestellt. Ja, das ist richtig. 2. Lasst nicht zu, dass sie euch sehen, denn das Blinzeln ist wieder da. 3. Denkt gar nicht erst daran, sie zu besiegen, weil, nun, ihr versteht. Zum Glück sind ihre Schritte so schwer, dass es nicht schwer ist zu wissen, wo sie sind. Wartet einfach, bis die Beben nachlassen und schleicht euch vorbei. Kinderspiel. Gut, dann müssen wir uns da wirklich durchschleichen. Oder wir machen erstmal die Tür da auf. Ja, das machen wir auch. Aber das ist ja nicht unsere Stärke, zu schleichen. Jetzt, da ihr Zickzacks erwähnt, vielleicht möchtet ihr meine Heimstätte am Ende der Zeit besuchen. Der Historiker ist dort und ihr werdet frei. Wobei, so ganz frei wollen wir ihn nicht lassen. Ich kann immer noch putzen. Ja, Potzblitz und Klotzblitz. Ist das euer Ernst? Ja. Ich würde dich sehr gern gehen. Den großen Zickzacks treffen, was für eine Ehre. Ende der Zeit, sagte dir, wie exotisch. Richtig, Schluss mit den Späßen. Die Zeit ist für euch gekommen, zur Heimstätte zu gehen. Rennt zuerst raus, auch wenn all das Tenebrium unsere Spaltreisen zu stören scheint. Man sieht sich dort, o Retter der Imps. Ich gehe schon einmal voraus und koche uns einen schönen Tee, wenn ich ankomme. Bye for now, but only for now. Wie er herumspringt. Er ist ein echter Imp. Oh ja, auch original mit Streckbank in der Zelle. Naja, und Kohlenfeuer, dass man nicht friert. So ist es. I think I'll stay off that particular device. Oh. Also meinst du, die Tür können wir einfach öffnen? Ja, ansonsten Knüppelzeit, ne? Gleich klappt's ja. Stufe 10. Sie scheinen dann keine unzerstörbar zu sein. Die sind nämlich immer auf Stufe sonst wo. Speichert hattest du? Ja, mach ich nochmal kurz vom Ende. Und das nicht nochmal machen. Irgendwie wird die LP da unten aktualisiert. Dann gehen wir jetzt kurz weg und dann ist sie bestimmt aktualisiert. Ja, tatsächlich. Ach. Ach. Aber jetzt haben sie was Rotes an. Was haben wir denn hier, Freunde? Sieht aus wie geflohene Sklaven. Ihr habt Waffen von unseren gefallenen Kameraden hindert, nicht wahr, ihr Mistkerle? Von mir aus könnt ihr sie haben. Haut nur ab, bevor ihr die Ritter der Nacht zu uns führt. Das hier ist unser Versteck. Was? Wie was? Abtrünnige? Ja. Aber du bist ja dran. Ach so, tatsächlich. Ja. Ja, ich war so in meiner Rolle als alle anderen aufgegangen. Aber wir Makellosen sollten zusammenhalten. Gemeinsam sind wir stark und so weiter. Ah, dann haben wir ein bisschen mehr Argumentierskills. Papier. Ja, Papier. Schere.
Aha, so langsam begreifst du auch das System hier. Schere. Schere. Ja, Mann. Argumentationskünstler. Ihr seid ein Makelloser wie wir. Mein Fehlermeister. Wollte niemand beleidigen. Wir sind alle etwas nervös, nicht wahr, Freunde? Ich sag's euch, diese Höhle ist voller Schrecken. Ja, egal. Ja. Ja, eigentlich wollte ich ja mit denen kämpfen, aber... Ja, ich hatte mich auch schon gefreut, den Troll zu töten. Kampf? Ja, weil wir Zeug klauen. Nein, es ist aus. Außerdem kann man da uns ruhig mal warnen. Sagen, hey, das ist keine Gemeinschaftstruhe. Verzaubert, jetzt kämpft sie für die. Entgeben, so. Ja, wer heilt sie gerade? Weil sie verzaubert ist. Ja. Oh, der läuft aber nah ran. Erkrankt. Ja, super. Oh, das wird heftig hier. Auf jeden Fall waren die Kämpfe noch nie. Ja, doch, eine Zeit lang war es. Zumindest einfacher, als es jetzt aussieht. Oh, wir treffen die schon wieder nicht. Zum Glück hast du so gut argumentiert, da könnten wir neu laden. Im Fall der Fälle. So, die haben doch schon kaum Leben, oder? So den Nekromanten. Ja, ja, den tötet. Wieder nur 51% Trefferchance. Haben wir doch relativ viel Leben. Ich glaube, die werden uns töten. Man weiß es nicht. Weil ich da hinten im Zelt stehe, ich sehe mich gar nicht. Und hier in diesem Taktikmodus. Was soll man denn machen? Auf jeden Fall solltest du jemanden einfrieren. Oh, wir können uns hier nicht mal richtig bewegen. Wie es nur Madora trifft. Vielleicht hat es auch nur den Troll getroffen. Als ich gerade geheilt und sein Gift, dass es seinen Leib geplatzt hat. Grundmütiger. Ah, nee, ich glaube, das wird nichts. Nee, nicht so richtig. Wir sollten einfach nichts klauen. Zum Glück hast du so gut argumentiert. Ja. Aber muss ich nochmal? Nee. Gott sei Dank. Ich glaube, wir sprengen das hier mal. Ja, oder? Sprengen ist immer gut. Ah, wir könnten auch hier diese Kisten, also diese Fässer benutzen Polen, für den Kampf. Du? Und dann stellen wir die daneben. Ja. Also eins. Und lassen sie einfach und schießen es an und alle verbrennen instant. Das ist der Plan. Ja, warum friedlich, ne? Wenn man auch töten kann. Ja, das sind Makellose. Auch wenn sie anscheinend. Ach, kann mich ja gar nicht mehr bewegen. Ja, so ist das, wenn man lauter Ölfässer mit sich rumträgt. Ah, gut, jetzt sind wir nur langsam. Das ist ja wenigstens akzeptabel. So, wen springen wir denn? Alle auf einmal schaffen wir nicht, ja? Ach, doch, guck mal, wie dicht die hier eben standen. Wir müssen nur den richtigen Moment abwarten. Zumindest sind da jetzt zwei. Und wir haben ja, ich habe ja auch zwei Fässer mitgenommen. Das heißt, wir können so eine Kettenreaktion machen. Gut, wir testen es erstmal mit zweien. Und wenn das nicht klappt, dann holen wir einfach noch zwei. Nee, wa? Fässer, ja. Ja. Was macht ihr da? Nichts. Nur umrollen. Und so speichern. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ich würde es noch ein bisschen näher ranstellen, oder? Ja. Ich bin ja noch am Machen. Gar nicht verdächtig, was wir hier tun. Das
So, und dann bin ich jetzt gespannt. Das ist irgendwie nicht so effektiv. Nee, aber ich glaube, wenn wir... Das hat Potenzial, wenn wir mehr Fässer holen. Ja, erstens das und das noch besser abpassen und die Fässer noch konzentrierter aufstellen. Ja, wir haben ja noch. Wird das richtig gut werden. Nicht, dass wir die Fässer hier noch brauchen, um hier das zu sprengen. Ja, das könnte, doch, das könnte auch sein. Eins lasst besser mal da. Ja, wir nehmen jetzt hier die ja, drei hier. Wenn, dann ist ja, wenn hier so viele sind, da unten steht ja noch eins. Und sie trägt einfach locker drei Fässer, weil sie nichts hat. Nee, ich hab die schon verteilt auf uns. Ja. Oh! Ach nein, wie ich sie berührt habe. Bitter. Hast du natürlich nicht gespeichert, ne? Doch, irgendwann schon. Ja, ich meinte dann da oben. Warum sind die nicht eben alle in Asche verwandelt worden? Wahrscheinlich, weil die Explosion nicht genug Schaden gemacht hat. Weißt du, wie es ist? Verbrennst halt nur halb. Ja, so ist das. Ja. Eins würde ich hinter die Bank stellen. Hinter da hinten? Nee, also da an die Bank dran. So, das war schon mal unverdächtig. Kommt eins hin, da? Ja. Wie weit? Ganz lässig dahin katapultiert. Wir haben noch eins, ne? Ja, ja. So. So. Der hier vielleicht auch noch ein Fass. Ach, da ist ja auch noch einer. Ja gut, den einen, den schaffen wir dann so, würde ich sagen. Ja, die sind, die sterben ja auch nicht alle. Ja, doch, jetzt schon, oder? Ich weiß nicht. Ja, wir werden es dann mal ausprobieren. Das wird richtig, richtig gut wird das hier. Also dann müssen wir speichern. Und wir jagen das Ganze in der nächsten Folge in die Luft. Hoffentlich mit zerfetzendem Ergebnis. Ja. Bis dahin.